Herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Format. Ich mache nämlich gerade Sommertour in meinem Wahlkreis. Normalerweise habe ich da Veranstaltungen mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern gemacht. In Corona-Zeiten ist das aber vielleicht nicht die allerbeste Idee. Deswegen habe ich gedacht, kann sich bei einer Veranstaltung, die wir hier unter Bäumen im schönen Elstal machen, jeder zu jeder Zeit digital das angucken, was ich auf so einer Veranstaltung auch gesagt hätte. Heute soll es gehen um digitale Kommunen und da habe ich mir natürlich jemanden als Gesprächspartner geholt, Tobias Bank, der dafür der perfekte Experte ist. Tobias Bank, 34 Jahre alt, wohnt in Wustermark. Wir sind jetzt gerade in Elstal. Elstal ist ein Ortsteil von Wustermark. Er hat schon Politik und Verwaltungswissenschaften studiert, aber auch allgemeine Geschichte, also Historiker von Hause aus. Finde ich gar nicht zukunftsfeindlich, auch wenn manche das so denken, weil aus der Vergangenheit können wir ja ganz extrem viel für die Zukunft lernen, vor allem, wie man es nicht macht. Insofern ist das total wichtig. Seit 2008 bist du Mitglied in der Gemeindevertretung, seit 2010 auch im Kreistag Havelland. Ganz viele Themen, die mit digitaler Kommune zu tun haben, sind ja im Grunde ebenenübergreifend, also alle ebenenübergreifend, die sind auf Kommunenebene, auf Kreisebene, die sind auf Landesebene und auf Bundesebene. Insofern passt das sehr, sehr gut. Du bist aber auch Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik für die Partei Die Linke im Land Brandenburg. Da ist also die nächste Ebene noch dabei, das sind schon drei. Und beschäftigst dich auch in diversen historischen Vereinen. Aber du bist auf allen föderalen Ebenen, denn seit 2018 bist du auch im Bundesvorstand der Partei Die Linke und vertrittst auch da den Fachbereich Kommunalpolitik. Jetzt stelle ich mal kurz die Kirche Elstal vor. Die macht diese wunderschönen lokalen Geräusche. Ich hoffe nicht allzu lang. Immer sie alle halbe Stunde. 12-mal bimmeln, weil es ist 12. Achso, jetzt ums. Wir zählen mal mit, wie viele Male haben wir schon? 7. Ja, also ich nehme mal an, man hört mich trotzdem. Ich will mich vielleicht für diejenigen, die es noch nicht so genau wissen, auch selbst persönlich vorstellen. Ich vertrete hauptsächlich die Bundesebene. Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Ich mache eigentlich alles, was mit digital zu tun hat. Bin dort Obfrau der Linken im Ausschuss Digitale Agenda, aber auch ein stellvertretendes Mitglied in zwei anderen Ausschüssen, die ganz viel mit Digitalisierung und unserem Thema zu tun haben. Nämlich bei Bildung, Forschung, Technikfolgen und bei Verkehr und digitale Infrastruktur. Das berühmte Scheuer-Versager-Ministerium hängt dahinter. Und ich bin im Beirat der Bundesnetzagentur. Die hat natürlich auch viel mit Mobilfunklöchern und Glasfaserausbau zu tun. Und last but not least in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, wo ich die Arbeitsgruppe KI und Staat geleitet habe. Also was kann zum Beispiel Verwaltung machen mit künstlicher Intelligenz? Und da sind wir auch wieder beim Thema. Denn Kommunalpolitik ist natürlich auch irgendwo Staat. So, das war jetzt eine recht lange Vorrede. Ich habe am Anfang schon mal erwähnt, dass Infrastruktur auch eine Rolle spielt. Infrastruktur ist im Prinzip die Basis von allem. Wir kennen schon seit vielen Jahren, klagen wir darüber, Mobilfunklöcher, keine Glasfaser, super langsames Internet, gar kein Internet. Wie sieht es denn eigentlich hier aus, Tobias? Ja, es ist regional sehr unterschiedlich, aber die weißen Flecken, die es überall im Land Brandenburg gibt, die hat natürlich auch die Gemeinde Wustermark. Also wir haben einige Gemeindeteile, wo es eigentlich gar keinen Glasfaseranschluss gibt und damit überhaupt gar keine, nicht mal eine gute Internetversorgung, also eher gar keine Internetversorgung, zum Beispiel der Gemeindeteil Niederhof oder am Weiler. Und wir haben selbst hier in Elstal, im größten Ortsteil der Gemeinde Wustermark, haben wir in einzelnen Wohngebieten keine funktionierende oder gut funktionierende Internetverbindung. Also mich schreiben vor allen Dingen jüngere Menschen an und sagen, Mensch, sie können ihre Hausarbeiten nicht machen, weil sie ich einfach... Ich wollte gerade sagen, wie macht man das denn in Corona-Zeiten? Homeoffice, digitale Bildung, das geht doch gar nicht. Ist an bestimmten Stellen, in bestimmten Straßen hier einfach nicht möglich. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, dass wir einfach an bestimmten Stellen immer noch unterversorgt sind, was den Glasfaserausbau betrifft. Jetzt ist es ja ein Problem, das kennen wir aus der ganzen Bundesrepublik. Es gab gerade erst eine Anfrage, eine parlamentarische Anfrage, wofür das Land Brandenburg gefragt worden ist. Was ist denn mit den gigantischen Breitbandmilliarden, die seit Jahren zur Verfügung stehen sollen? Wie viel ist denn da schon abgeflossen? Da kam gerade heute in der Zeitung, konnte man lesen, die Antwort 0,5%.
und das Programm sollte 2018 abgeschlossen sein. 2 Jahre später ist 0,5% der Mittel abgeflossen. Das geht natürlich gar nicht. Wie ist denn die Perspektive? Wird hier schon gebuddelt? Ist es in Aussicht, wann es endlich schnelles Internet für euch gibt? Also das ist natürlich katastrophal, dass die Mittel, die bereitstehen, nicht abgerufen werden. Man muss sagen, der Landkreis Havelland ist da eine Ausnahme. Wir haben relativ schnell Anträge auf die Mittel gestellt, die auch alle bewilligt bekommen und haben, glaube ich, für den Landkreis gesehen, das maximal Mögliche, was es zu fördern oder an Fördermitteln gibt, rausgeholt. Mhm. Das Problem ist eher, was wir als Linke auch immer kritisiert haben, dass es viel zu spät gekommen ist. Ja. Also der Ausbaustand ist jetzt so, dass jetzt augenblicklich in diesem Monat die ersten Gespräche mit den Mobilfunkunternehmen, mit den Bürgermeistern erst geführt werden. Also wir sind noch lange weg davon, dass quasi eine konkrete Planung stattfindet, wann eigentlich wo welches Kabel verlegt wird. Und die Prognosen sind bisher so, dass wir dann wahrscheinlich mit einem weitestgehend flächenden Ausbau erst bis 2024 rechnen können. Und das ist natürlich einfach inakzeptabel, weil wir viel zu spät als Politik auf Landkreisebene bzw. die Parteien, die dort das Sagen haben, einfach viel zu spät aktiv geworden sind. Und das geht eigentlich nicht und ist völlig inakzeptabel. Und Corona hat jetzt gezeigt, wie dringend es gewesen wäre, hier viel früher aktiv zu werden. Wir als Linke haben regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, aber wir sind leider nur die Opposition im Kreistag Havelland. Ja, das ist sehr bedauerlich. Also ich bin ja persönlich ein großer Freund, eine große Freundin des schwedischen Modells. Das habe ich mir vor einiger Zeit und auch schon mehrfach und länger angeguckt, habe auch schwedische Kommunen besucht. Schweden hat ja eine Besonderheit, nicht nur, dass sie sehr, sehr schnelles Internet quasi überall haben, selbst auf kleinen Inseln im Wasser, also im Meer oder irgendwo im tiefen Wald, wo kein Schwein wohnt. Schweine vielleicht schon, ja, Bilde. Aber eben wenig Menschen und trotzdem ist da richtig schnelles Internet. Es ist außerdem total preiswert. Also man kann für 20, 30 Euro ein Gigabit Geschwindigkeit symmetrisch haben. Symmetrisch bedeutet, dass ich die gleiche Download-Geschwindigkeit wie Upload-Geschwindigkeit habe. Das hat man bei uns fast nie. Da kriegt man dann vielleicht so 50 Mbit im Download und 5 Mbit im Upload. Aber mach das mal im Homeoffice. Ja, wenn du Arbeit hochladen musst, Dateien hochladen musst, wenn Mediziner hochauflösende MLT-Dateien hochladen sollen, was nutzt mir dann da so eine lahme Hochladegeschwindigkeit? Das gab es in Schweden schon vor Jahren nicht mehr. Da kann man wirklich sehr schnell nicht nur runter, sondern auch hochladen. Das zeigt aber, dass man hier in Deutschland eine falsche Perspektive hatte. Man hat die Menschen nur als Konsumenten von zum Beispiel Netflix betrachtet, hat gedacht, erstens ist nicht so wichtig, zweitens, man braucht ja nur Download. Man hat auch nur für Gewerbegebiete eine höhere Geschwindigkeit ausgebaut, nämlich 100 Mbit waren da möglich. 100 Mbit ist auch kein Gigabit, sondern nur ein Zehntel davon, was Schweden in Siedlungsgebieten und auf einsamen Inseln hat. Aber was Schweden vor allem hat, ist nicht nur schnelles und preiswertes Internet, sondern auch ein Grund dafür. Die haben das nämlich als Kommunen ausgebaut. 60% der schwedischen Kommunen haben ihr eigenes Glasfasernetz. Das wird in der Regel betrieben durch die Stadtwerke. Die haben sich gesagt, ich buddel doch eh alle 40, 50 Jahre die Straße auf, weil ich dann mal so Erhaltungsmaßnahmen an Abwasserrohren oder irgendwas machen muss und kann so eine Glasfaser reinlegen. 40, 50 Jahre muss ich die nicht anfassen, so lange hält eine ordentliche Glasfaser. Das heißt, wenn die da die Rohre austauschen, können sie auch die Glasfaser mal neu legen. Das hat wiederum den Vorteil, dass sie sich an Daseinsvorsorge und an Gemeinwohl orientieren und nicht danach, bei dem Haus rentiert sich das für mich und zwar ordentlich. Ja? Auch bei dem Haus ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen einsamer gelegen, lohnt sich für mich nicht, baue ich nicht aus. Das ist die Art und Weise, nach der große Konzerne ausbauen. Da muss sich das für die Aktionäre ja auch nach 3 bis 5 Jahren rechnen. Eine Kommune hat ja einen viel längeren Planungshorizont. Da kann sich das auch nach 10 oder 20 Jahren rechnen. Und danach schreibe ich aber 20 Jahre oder 30 Jahre richtig fett schwarze Zahlen. Und so macht das Schweden. Von dem, was die einnehmen, von jedem einzelnen Haushalt, die bekommen natürlich was dafür, dass dann Telekom-Unternehmen diese verbaute Glasfaser benutzen. So wie bei Strom. Ja, das ist Strom bezieht man über Unternehmen. Aber die entrichten ein Netzentgelt an die jeweiligen Stadtwerke und so machen das da die schwedischen Kommunen mit dem Glasfaser. Da bauen die Kindergärten für, da machen die die Straßen neu, da reparieren die Straßenlampen von. Das fehlt hier und vor allem ist das Internet hier langsamer, seltener und auch noch teurer als da. Das wäre auch unsere Idealvorstellung, dass wir sozusagen als Kommune
selber das Glasfaser verlegen. Und da sich das natürlich für eine kleine Kommune sehr schwer, die Anschubfinanzierung sehr schwer zu leisten ist, kann man ja kommunale Zweckverbände beispielsweise gründen, so wie es in Sachsen-Anhalt passiert, um den Glasfaserausbau einfach voranzutreiben. Und wir hatten vor einigen Jahren, als die Gas- und Stromkonzessionen hier neu ausgeschrieben worden sind, hatten wir das Konzept Stadtwerke Osthaveland mal ins Spiel gebracht. Und das wäre natürlich dann eine Größe gewesen, wo alle Kommunen im Osthaveland vertreten wären, unter anderem die großen Städte Nauen und Falkensee. Und mit denen hätte man natürlich ganz leicht einen Glasfaserausbau selber betreiben können, der sich finanziell relativ schnell amortisiert und dann auch gelohnt hätte. Aber leider gab es dafür dann keine Mehrheiten. Für die Gemeinde Wustermark haben wir als Linke immer wieder darauf geachtet, weil wir ja wussten, dass sozusagen oder absehen konnten, dass wenn wir es nicht selber in die Hand nehmen und die Beschlüsse so sind, wie sie jetzt sind, es noch ziemlich lange dauern wird, ehe wir ein gutes Internet überall haben, haben wir immer darauf geachtet, was gibt es denn für Alternativen, die man ins Spiel bringen kann. Und da haben wir zum Beispiel unsere Wustermarker Gemeindeverwaltung immer auf die europäischen Förderprogramme für offene WLAN-Hotspots aufmerksam gemacht oder auch die das Land Brandenburg zur Verfügung stellt. Und so ist es mittlerweile dank unserer Initiative inzwischen so, dass wir gemeindeweit etwa 10 freie Hotspots an bestimmten Stellen haben, an Bahnhöfen, an Bürgerbegegnungsstätten. Und das ist natürlich erstmal wenigstens ein erster Schritt in die Richtung, um wenigstens ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Gehen da Schüler hin und machen ihre Hausaufgaben? Eher nicht, aber die Gremien, die kommunalen Gremien tagen da. Und insofern ist es da schon mal ein großer Fortschritt, wenn man im Bauausschuss beispielsweise sitzt und dann über einen öffentlichen WLAN-Hotspot seine Unterlagen sehen kann und eben nicht immer so einen Stapel Papier mit rumtragen muss oder ausdrucken muss. Also insofern eine kleine Verbesserung gibt es, aber natürlich ist es nicht zu vergleichen mit dem normalen individuellen WLAN, was man eigentlich oder mit der Breitbandversorgung, die man eigentlich zu Hause bräuchte. Das stimmt. Aber es ist besser als nichts und wir können eben ja als Kommunalfraktion auch immer nur mit dem in dem Rahmen agieren, den wir haben. Und wir wollten uns einfach nicht damit zufrieden geben, dass es erst 2024 soweit sein soll und haben eben nach eigenen Lösungen gesucht. Ja. Das versuchen wir übrigens im Fürstenberg auch gerade, im Fürstenberg an der Havel, wo ich wohne. Da habe ich mit meinem Mann und anderen Leuten vor ein paar Jahren den Havel-Lab e.V. gegründet, der unter anderem den Verstehbahnhof dort unterhält, ein digitales Bildungszentrum im Bahnhof. Ossis würde ich jetzt erklären, dass, und älteren Ossis würde ich erklären, ist eine Station junger Techniker und Naturforscher, aber quasi für die digitale Zeit, wo man nicht nur Elektronik löten und Roboter bauen und 3D-Drucker bedienen lernen kann und alles Mögliche, sondern wo wir eben auch versuchen, jetzt also über den Havel-Lab-Verein Internet in die Stadt zu bringen, da wo das nicht ist, weil wir jetzt nämlich gerade in Corona-Zeiten auch gemerkt haben, dass gerade Kinder aus sowieso materiell benachteiligten Familien in der Corona-Zeit durch digitale aus der Ferne Lernmethoden besonders benachteiligt sind, jetzt also doppelt benachteiligt werden, weil sie die Geräte nicht haben, weil sie das Internetanschluss nicht haben. Da gibt es entweder ein langsames Internet oder nur das Handy von Mama und das hat nicht so viel Volumen, das ist nach einmal Hausaufgaben leer. Also da musste man sich Alternativen überlegen und da haben wir zum Beispiel ein kleines Rechenzentrum mit aufgebaut, wo jetzt Bildungsserver gehostet werden, Videokonferenzserver für die Schulen gehostet werden. Und wir haben uns auch Fördermittel besorgt, unter anderem über die Sparkasse, aber auch über andere Quellen, wo wir jetzt 30 Laptops für Kinder aus materiell schlechter gestellten Familien besorgt haben, dass sie wenigstens eine Chance haben zu lernen. Aber das Internet war ja immer noch ein offenes Problem. Und wir haben einen gewissen Glücksumstand ausgenutzt. Es hat nämlich ein skandinavisches Unternehmen eine riesengroße, wirklich mega fette Datenautobahn, im wahrsten Sinne des Wortes, von Skandinavien direkt durch Fürstenberg nach Berlin gelegt. Und zwar vor unserem Haus vorbei. Und mein Mann hat das aus dem Küchenfenster gesehen, hat mit Kaffee auf dem Tablett die Bauleute angebaggert und ausgefragt, sich Telefonnummern erfragt, hat dann irgendwann den Vertriebschef der Firma an der Strippe gehabt. Und hat ihn so lange belatschert mit sehr viel Charme, dass wir am Ende einen Autobahnabzweiger in unserem kleinen Ort hatten. Und der endete dann auch noch in diesem kleinen Rechenzentrum im Keller. Und das hat die Voraussetzungen geschaffen, da liegen jetzt also 10 Gigabit Geschwindigkeit, dass wir jetzt als nächstes Projekt vorhaben, ein flächendeckendes, kostenfreies, sehr schnelles WLAN für die ganze Stadt zu haben. Und da haben wir jetzt auch verschiedene Überstiftungen und so Fördermittel beantragt, dass man wenigstens die Hardware, da kriegt ja keiner Geld dafür, keine Manpower wird bezahlt, ist alles ehrenamtlich, aber es kostet ja Geräte.
Also wir machen das auch in Kooperation mit den Freifunkern, die ja sehr viel Erfahrung damit haben, WLAN gemeinwohlorientiert da zur Verfügung zu stellen, wo man es braucht. Zum Beispiel auch an Flüchtlingsunterkünften und so weiter. Und wir versuchen dann Fürstenberg, so wie ihr, auch zu priorisieren, erstmal anzufangen, die Schule zu versorgen, den Marktplatz zu versorgen, Rathaus zu versorgen, die Tourismusstelle zu versorgen, dass man also von da anfängt und dann weiter ausbaut, weil wir wollen auch nicht darauf warten, dass irgendwann die Deutsche Telekom kommt und da Glasfaser hinlegt. Also man muss da kreativ sein, so wie ihr hier auch. So ist es leider bei uns. Die Deutsche Telekom ist für unseren Bereich oder für unsere Gemeinde mit zuständig und es dauert einfach sehr, sehr lange und es ist kein Zug dahinter und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und Corona hat einfach gezeigt, wir haben Familien, die nur einen Computer zu Hause haben, aber drei Kinder. Wie sollen die gleichzeitig Homeschooling machen? Und vielleicht noch ein Homeoffice, ja. Und dann noch ein Homeoffice. Ist überhaupt nicht machbar. Wir haben sogar bei uns die Situation in der Oberschule, dass wir dort kein schuleigenes WLAN haben. Das heißt, die Schüler und die Lehrer auch können sozusagen nicht über ein eigenes WLAN arbeiten. Ja. Und sollte es mal so sein, was schon vorgekommen ist und was sogar relativ häufig vorkommt, dass die Schüler dann trotzdem Aufgaben bekommen, die sie mit dem Smartphone erledigen sollen, dann ist es so, dass die Lehrer Hotspots zur Verfügung stellen auf ihre Kosten, damit die Schüler arbeiten können. Und das ist natürlich ein Zustand, der einfach im Jahr 2020 inakzeptabel ist. Immerhin haben wir im Land Brandenburg durch Corona jetzt Lehrer-E-Mail-Adressen gekriegt. Das war ja auch lange eine Hürde. Also da ist echt noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Aber lass uns mal zurückkommen. Bildung ist natürlich auch digitale Kommune, aber zu den originären, was noch so digitale Kommune ausmacht. Jetzt ist es natürlich schwierig, in einem Ort oder Ortsverband, in dem die digitale Infrastruktur so schlecht ist. Aber lass uns trotzdem drüber reden und vielleicht gibt es ja auch bei euch das eine oder andere. Also wenn wir zum Beispiel davon reden, welche digitalen Bürgerdienste gibt es denn? Ich meine, seit ewigen Jahren kaufen wir alle bei bestimmten großen Einkaufsportalen ein oder ersteigern uns Dinge irgendwo. Wir bezahlen online mit diversen Diensten, die es da so gibt. Da fragen sich doch irgendwann Leute, wenn sie seit 10 Jahren auf solchen Plattformen einkaufen, wieso kann ich nicht Hundesteuer digital anmelden? Warum kann ich nicht eine Meldebescheinigung digital bestellen? Wieso muss ich da hingehen? Die kann man doch an meine Meldeadresse schicken. Wo ist das Missbrauchspotenzial? Ja? Also da könnte man natürlich auch die Kommune selber und ihre Mitarbeiter entlasten, weil dann sitzt halt keiner in der Schlange. Jetzt sind die Schlangen auf dem Land nicht so groß wie in Berlin zum Beispiel. Ist ja auch ein Vorteil, aber trotzdem, gerade in Corona-Zeiten, ich will ja gar nicht, dass die Leute alle physisch irgendwo hingehen. Gibt es da bei euch schon Online-Dinge? Ist das in Planung? Also wir haben da extrem Nachholbedarf. Es ist eben leider so, dass du beispielsweise eine Hundeanmeldung oder eine Anmeldung für einen Wohnberechtigungsschein oder eine Anmeldung für einen Personalausweis, da kannst du auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung lediglich ein Formular öffnen. Das musst du dann ausdrucken, das musst du dann ausfüllen, das musst du dann per Post abschicken. Dafür musst du einen Drucker haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Vor allen Dingen ist es auch, macht es einen extremen Aufwand, weil die Leute, genau wie du sagst, die müssen dann doch in die Verwaltung gehen. Die Verwaltungsmitarbeiter werden daran gebunden, also sind daran gebunden, müssen die Sachen, die müssen alle abgeheftet werden und so weiter. Und wir sagen eben, das kann nicht so weitergehen. Wir haben jetzt einen Antrag aktuell für die bevorstehende Gemeindevertretung, wo wir eine AG Digitalisierung fordern, die sowohl aus den Mitgliedern der Gemeindevertretung als auch Menschen der Gemeindeverwaltung so besetzt wird, um eben genau diese Sachen mal anzusprechen und deutlich zu machen, dass es für die Bürger viel schneller geht, dass die Verwaltung ja eine Dienstleistungsverwaltung sein soll, die Verwaltung aber auch gleichzeitig entlastet und die zusätzlich auch noch transparent schafft. Also ich stelle mir das so vor, man kann zum Beispiel, wenn man einen Hund sich kauft, kann man eine Anmeldung für die Hundesteuer voll elektronisch machen und wenn man noch Nachfragen hat, dann könnte man ja zum Beispiel auch die ganze Terminabwicklung, so wie es einige Städte zum Beispiel schon machen, komplett elektronisch machen. Also man könnte zum Beispiel, klickt ein Thema an, also zum Beispiel Hundesteuer, sieht, welcher Mitarbeiter ist dafür zuständig, sieht, wo hat der in seinem Kalender freie Slots und wie viel Zeit man dafür einplanen muss. Und sowas könnte man meiner Meinung nach komplett elektronisch machen. Dafür braucht man eben das Hardware. Oder als Videochat sogar. Aber genau. Also Videochat ist einfacher, aber man kann ja auch... Das sozusagen zu planen schon und das digital abzuwickeln, wäre schon ein enormer Fortschritt. Es wäre auch viel barrierefreier für Menschen, die bewegungseingeschränkt sind. Und das versuchen wir jetzt über unseren Antrag zur AG Digitalisierung voranzubringen. Wir haben natürlich ganz viele einzelne Ideen, aber wir wollen natürlich die Verwaltung auch nicht überfordern, muss man auch ganz klar sagen. Es hat ja auch was mit Kosten zu tun, das muss man auch sagen. Mit den Ressourcen, der Ausbildung und so weiter. Genau, es hängt mit dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zusammen. Und das wollen wir jetzt auf den Weg bringen und da haben wir eben viele, viele Ideen zu. Aber wir haben einen extremen Nachholbedarf und der muss jetzt angegangen werden.
Also was da auch grundsätzlich ja eine interessante Überlegung ist, wir haben ja Pi mal Daumen, also auf jeden Fall mehr als 12.000 Kommunen in Deutschland. Und das Thema Hundesteuer, Kitaplätze, Bauanträge, das haben die ja alle. Ja. Also was wir nicht wollen, ist, dass jede Kommune jetzt ständig die Räder immer neu erfindet, die einen etwas besser, die anderen etwas viereckig. Also man möchte ja eigentlich schon, dass es einmal in richtig gut entwickelt wird und dann sollte es Open Source sein und dem ganzen Rest der Welt, also allen anderen 12.000 Kommunen zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich, wie man es gerne haben möchte. Gute Vorbilder dafür gibt es auch schon. Den Merker Brandenburg haben wir zum Beispiel schon sehr lange. Den hat das Land mal entwickelt, aber als Modul im Prinzip allen Kommunen bereitgestellt, die diesen Mängelmelder auch selber nutzen wollen. Da wird dann noch das eigene Stadtwappen drauf gemacht und die andere Überschrift drauf. Und natürlich muss man es im Hintergrund auch dann an die eigene Kommune anbinden. Aber sowas von der Art bräuchte man eigentlich viel, viel mehr. Und was das Leben auch erleichtern würde, wäre, wenn man zentral entwickelte Basisdienste hat. Zum Beispiel eine Login, eine Bürger-ID, ja, eine elektronische Bürger-ID. Wenn man Bezahldienste hätte, die auch nicht jede Kommune selber macht, wo ich Gebühren bezahlen kann, sondern wo es einen sicheren Bezahlweg von ich Bürgerin mit Staat, egal welche Ebene, ja, welche föderale Ebene. Ein richtiges Postfach, nicht sowas wie dieses DE-Mail, das hat ja überhaupt nicht funktioniert, sondern ein gutes, richtiges Postfach. Und da war ich mit dem Digitalausschuss vor anderthalb Jahren mal in Dänemark. Wir haben uns in Kopenhagen die Digitalagentur angeguckt. Die ist quasi von der Bundesebene in Dänemark gemacht worden. Da arbeiten 350 Leute und die machen hauptsächlich die Entwicklung von Diensten, die alle brauchen. Egal wo, auf welcher zentralen, auf welcher föderalen Ebene. Die haben eine ID entwickelt, die haben ein Postfach entwickelt, die haben die Bezahldienste entwickelt und die haben ein Bürgerportal, bürger.dk. Heißt das, kann man sich mal angucken, das haben die schon seit 10 Jahren. Also als wir da waren, und das ist schon anderthalb Jahre her, waren wir so geflasht, als der Typ, der uns das vorstellte, sagte, er hat schon seit bestimmt 10 Jahren nicht einen einzigen Brief von irgendeiner Verwaltung mehr bekommen. Das kriegt er alles elektronisch in dieses Postfach. Da lockt er sich mit dieser sicheren ID ein, die auch noch nie geknackt worden ist, sagte er. Und hat gesagt, die hätten hunderte von Millionen allein am Porto gespart. Aber für ihn ist das der Vorteil, er sucht nie wieder einen Brief seit 10 Jahren. Wenn er was wissen will über Kita, Schule, Rentenansprüche, was auch immer, dann geht er in sein Postfach, gibt im Suchfeld Rente ein und dann kriegt er alle Briefe, die er jemals von der Rentenversicherung gekriegt hat. Wie geil ist das denn? Also genau so stellen wir auch öfter einen Brief. Ja, ja, also genau so stellen wir uns das eigentlich auch vor, dass quasi über die kommunalen Lobbyverbände, also den Deutschen Städte- und Gemeindebund oder über den Landkreistag, sowas zentral organisiert und finanziert das wird. Das muss der Bund machen. Oder der Bund sogar. Das ist Aufgabe des Bundes. Ja. Es stand im Koalitionsvertrag sogar Aufbau und Gründung einer Digitalagentur drin. Ich habe mal nachgefragt, wo ist denn jetzt eigentlich diese Digitalagentur? Weil ich war ja so beeindruckt von Kopenhagen und dachte, die macht endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit. Die Antwort war mehr oder weniger, dass man jetzt das umgenannt hat. Das sind jetzt irgendwelche Design-Thinking-Teams aus 5 Leuten, die Workshops machen von wie kann ich anders und kreativer arbeiten, um digitale Konzepte zu entwickeln? Hallo? Was hat das noch mit dieser Aufgabe zu tun? Wo sind die 300 Leute in Deutschland, die eine ID, ein Postfach, Bezahl, Dinge für alle entwickeln? Deswegen passiert eben auch die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes nicht. Ist ja auch ein Bundesthema, wo die Bürger über ein Portal, genau wie bürger.dk in Dänemark, alles erledigen können sollen. Wo man also durchgereicht wird am Ende zur Kommune, zur Hundesteuer vom Wustermark, aber man muss nicht auf 12.000 Portale, sondern nur noch auf eins und den Rest macht quasi der digitale Staat hintenrum unsichtbar für Bürgerinnen und Bürger. Ja. Funktioniert leider gar nicht, weil das Digitale auf dem Bund ist total verzettelt, organisiert. Da gibt es 100 Leute, die zuständig sind, einer davon heißt Andi Scheuer und bringt es gar nicht, ja, mit der digitalen Infrastruktur, aber auch auf allen anderen Ebenen klappt es leider nicht, deswegen haben es wirklich schwer, diese guten Dienste zu entwickeln und sind mehr darauf angewiesen, dass es im Prinzip auch da jede Kommune oder Kommunen im Verbund miteinander machen. Deswegen, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass es auf Bundesebene einfach nicht läuft,
würde ich mir wünschen, dass es wenigstens auf Landesebene läuft. Und du hast ein perfektes Beispiel genannt, nämlich dieses Merkerportal. Ja. Da hat man ja gesehen, es lief auf Brandenburg-Ebene super. Und wir haben das auf Antrag der Linken, haben wir das schon vor vielen Jahren in der Gemeinde Wustermark eingeführt. Und es wird sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen und ist super transparent. Und genau so wünsche ich mir das eigentlich, dass auf Landesebene etwas angestoßen wird, was sozusagen die Defizite des Bundes da ausgleicht und damit nicht jede Kommune das Rad neu erfinden soll. Und im Idealfall, genau was du beschreibst, sollte jeder Bürger sich einmal legitimieren und kann dann alle Vorgänge, Kita, Hund, Wohnberechtigungsschein oder sei es nur die Mietung der Bürgerbegegnungsstätte, kann das alles über ein Online-Konto machen, kann immer einsehen, welche Vorgänge hat er schon gemacht. Natürlich muss alles datensicher sein und so weiter, ne? Aber das wäre unsere Idealvorstellung und da wollen wir eigentlich hin. Also das klingt nach einem guten Ziel und ich hoffe, wir erreichen es bald. Du hast gerade schon das Thema Bürger mal angesprochen. Als ich hierher gekommen bin, am Karl-Liebknecht-Platz vorbei, habe ich so eine kleine Werbung gesehen. Da ging es auch um eine Bürgerbeteiligung. Was war das denn und geht das auch digital? Ja, wir machen gerade eine Online-Beteiligung zur Fahrradinfrastruktur in der Gemeinde. Das funktioniert weitestgehend komplett digital. Man kann es aber auch per Schriftstück oder per Formular anfordern, aber weitestgehend funktioniert es digital. Da ist ein externe Agentur, die eine eigene Internetseite gebaut hat, wo eben alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sich beteiligen können, welche Fahrradinfrastruktur würden sie gut finden, welche würden sie sogar notwendig erachten, wo gibt es Fahrradweglücken, wo gibt es fehlende Servicestationen zum Fahrradaufpumpen zum Beispiel. Und das passiert komplett digital. Das ist eine E-Bike-Ladestation damit Thema? Genau, sowas wird da auch mit abgefragt. Also jeder kann nach seinen Bedürfnissen dort angeben, was für ihn wichtig ist. Diese Agentur wertet es dann aus, fasst zusammen, wo sind die meisten Überschneidungen. Und wir haben jetzt gerade Corona-bedingt als Linke einen Antrag eingebracht, dass dieser Zeitraum verlängert wird, weil natürlich durch Corona und auch durch das schlechte Internet und dass viele Leute nicht rausgekommen sind, konnten viele nicht teilnehmen, war unsere Erfahrung. Deswegen haben wir jetzt gerade eine mehrmonatige Verlängerung durchbekommen, auch hat die Gemeindevertretung unserem Antrag stattgegeben. Es gab so einen kleinen Wermutstropfen, weil dieser Internetauftritt ist, wenn man es zum Beispiel über ein Tablet gemacht hat oder über ein Smartphone, sehr, sehr kompliziert gewesen. Also es war schon für junge Leute, wo ich mich immer noch dazu zähle, war es sehr kompliziert, zum Beispiel einen fehlenden Radweg einzuzeichnen, weil einfach eine Tablet-Oberfläche anders funktioniert als eine mit einem Computer und mit einer Maus. Das haben wir auch bemängelt. Nichtsdestotrotz finden wir natürlich toll, dass es dieses Online-Verfahren gibt, aber das haben wir bemängelt und diese Agentur wollte auch versuchen, wenigstens kleine Barrieren, die es da gibt, auszuräumen. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn es sogar jüngeren Menschen wie mir schon so geht, dass sie Schwierigkeiten damit haben, auf dem Tablet sowas zu machen, wie geht es dann erst Menschen, die vielleicht noch nicht so lange sich mit Digitalisierung beschäftigen? Genau, so sieht es nämlich aus, ja. Aber grundsätzlich ist es eine gute Sache. Wir freuen uns, dass es das gibt. Ich glaube, Wustermark ist da auch auf einem guten Weg, die Fahrradinfrastruktur auszubauen und über dieses Beteiligungsformat die Bürger wirklich mit einzubinden. Und an der Ausführung muss man eben dann nochmal ein bisschen bei der nächsten Bürgerbeteiligung dann noch ein bisschen feilen. Was man an deinem Beispiel gut sehen kann, ist, dass wir noch tatsächlich nicht nur darüber nachdenken müssen, gibt es Dinge digital, sondern auch auf welchem Weg gibt es die digital. Und aus der Privatwirtschaft hat man schon seit einigen Jahren, die meisten Firmen haben inzwischen eine Mobile-First-Strategie, weil man bei vielen Diensten weiß, dass sie am häufigsten tatsächlich nicht über Computer, sondern über Smartphones oder Tablets abgerufen werden. Und da macht es natürlich Sinn, die so zu optimieren, dass man sie da auch vernünftig benutzen kann. Also aus Gründen. Ja. Und das ist offensichtlich bei ganz allem, was mit digitaler Kommune zu tun hat oder überhaupt mit digitalem Staat, einfach noch nicht angekommen. Da sieht man, wir sind einfach wieder ein paar Jahre hinterher. So ist es. So. Wir haben ein ganz schlimmes Negativbeispiel in der Gemeinde. Wir haben das nennt sich Wustermarker Bürgerbudget. Das ist sowas wie ein Bürgerhaushalt. Und da haben wir als Linke von Anfang an bemängelt, dass es keine Online-Beteiligung gibt. Du kannst also die Beteiligung nur mit den Menschen face-to-face machen und kriegst so eine sogenannte Wustermark. Das ist ein Chip. Und den wirfst du quasi in Wahlkartons rein für das jeweilige Projekt, für was du dich entscheidest. Und wir haben von Anfang an kritisiert, dass du eben dadurch die Beteiligung einfach nicht optimal hast, wenn Menschen, die sich beteiligen wollen, aber zum Beispiel an dem Tag, wenn diese Möglichkeit ist, diese Chips in die Urnen zu werfen. An einem Tag?
an einem oder an zwei Tagen oder in der Gemeindeverwaltung. Aber wenn du an den Tagen nicht kannst oder bewegungseingeschränkt bist oder einfach pendelt, arbeiten gehst, der pendelt, genau, krank bist. Krank bist, hast du keine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und das Ende vom Lied ist, die Beteiligung an diesem Wustermarker Bürgerbudget ist so schlecht gewesen, dass aus Kostengründen die Mehrheit der Gemeindevertretung, wir waren nicht dieser Auffassung, aber die Mehrheit der Gemeindevertretung das jetzt erstmal ausgesetzt hat und wahrscheinlich, das wird für immer ausgesetzt bleiben. Und das halten wir für einen großen Fehler, weil ein Bürgerbudget oder ein Bürgerhaushalt hat immer was mit Bürgerbeteiligung zu tun. Ja. Und wenn man das online anbieten würde, würden wir sagen, würde es mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung der Beteiligung geben. Das hat man leider bisher versäumt und das ist ein großer Makel, den wir in Wustermark haben, dass wir das nicht rechtzeitig hingekriegt haben, beziehungsweise es im Augenblick gar keine Ambitionen gibt, außer unsererseits, das in irgendeiner Weise digital als Möglichkeit anzubieten. Das ist wirklich sehr schade, weil gerade wenn es um Geld geht, ist die Beteiligung von Bürgern sehr wichtig. Die können ja viele Dinge da sowieso nicht mitbestimmen, weil es gibt ja Pflichtausgaben und man kann auch nicht bei allem mitreden. Aber wir reden ja in der Regel immer nur von einem sehr kleinen Teil des Haushaltes, über den man eventuell mitbestimmen kann. So ist es, ja. Und umso wichtiger ist es, dass man das so macht, dass es Leute auch abholt und sie auch ein wirkliches Gefühl von Beteiligung haben und nicht von Ausschluss. Genau. Weil wenn sie dann auch noch in der Zeitung lesen, weiß ich, 5% haben sich beteiligt, dann denken sie, ja geil, ich war halt bei den 95 und konnte da nicht hin. So ist es. Aber tatsächlich braucht man beides. Man braucht also analoge und digitale Wege, denn nur digitale sperren ja vielleicht andere wieder aus, die mit digitalem nichts anfangen können oder sagen, nee, Smartphone und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben, ich bin 85, ich mache das lieber persönlich. Man braucht alle diese Wege. Das sagen wir bei all unseren Projekten, dass das digitale Angebot und das Online-Angebot immer ein Zusatzangebot ist. Ja, genau. Es darf nicht ausschließlich sein, weil wir natürlich ältere Menschen oder Menschen, die mit digitalen, die weniger digital affin sind, die wollen wir natürlich nicht ausschließen. Was wir als Partei vor Ort, als Die Linke vor Ort machen, ist, wir bieten regelmäßig immer einmal im Quartal oder eigentlich häufiger Online-Schulungen oder Smartphone-Schulungen für Seniorinnen an, wo wir ganz bewusst Seniorinnen und Menschen, die sich dafür interessieren, bewusst den Zugang zum Smartphone einfach erläutern. Das organisiert die Kommune selber? Oder? Nee, das machen wir als Partei vor Ort. Machen wir immer hier in der Bürgerbegegnungsstätte. Wir haben es auch schon in anderen Kommunen Brandenburgs gemacht. Einfach nur, um Zugang, also um Hürden abzubauen, um einfach zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist und einfach so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass man eben mit Digitalisierung einfach eine Erleichterung ist und man viel mehr Beteiligungsmöglichkeiten hat. Das machen wir als Partei vor Ort als Zusatz. Also das finde ich total toll. Noch schöner wäre natürlich, wenn die Kommune das auch als eigene Aufgabe begreift, denn Bildung ist ja auch dort angesiedelt und in der digitalen Gesellschaft, wo sich Dinge so rasend schnell verändern immer wieder, ist lebenslanges Lernen halt kein leerer Begriff. Genau, so ist es. Und es ist am Ende tatsächlich eine unmittelbare Frage der Teilhabe, ob ich bestimmte Teile der Bevölkerung von dieser digitalen Teilhabe komplett ausschließe. Und das sind ja nicht nur potenzielle digitale Beteiligungsformate, das ist ja auch, denken wir wieder an Corona-Zeiten, ja, wenn Oma und Opa nicht mehr besucht werden dürfen, die aber gar nicht richtig wissen, wie sie mit ihren Enkeln kommunizieren sollen. Da habe ich zum Beispiel weiter südlich im Wahlkreis mal ein Mehrgenerationenhaus besucht. Da haben die organisiert, dass 16-Jährige, 17-Jährige, die haben Workshops für Senioren gegeben, zu ganz kleinteiligen Themen. Also da gab es zum Beispiel einen Workshop, Fotos versenden per WhatsApp. Toll. Mehr war das nicht. Ja. Aber sehr gut besucht. Und es gab halt mehrere dieser Workshops zu immer irgendeiner Sache. Wie schicke ich eine E-Mail mit Anhang? Mhm. Und dann konnte man wirklich auch auf jeden einzelnen Senior, Seniorin eingehen, deren Handy sind ja auch unterschiedliche Handys, angucken und zeigen hier so und so und so. Kleine Beispiele machen, üben in der Praxis und am Ende konnten dann alle Bildchen an die Enkel schicken. Genau so ist es bei uns auch. Wir haben immer ein bestimmtes Thema. Also bei der Smartphone-Schulung zum Beispiel als Reisebegleiter oder im Bereich Gesundheitsversorgung, also wann nehme ich welches Medikament zum Beispiel oder dass zum Beispiel ein Smartphone eine Taschenlampe hat, wissen ganz viele ältere Menschen nicht. Und wenn es finster ist oder eine Straßenlaterne ausfällt, ist das eben ein ganz einfaches Hilfsmittel. Also insofern, wir stellen es auch immer unter ein bestimmtes Thema. Jeder kriegt auch ein Merkblatt, wo alles nochmal draufsteht, was man zu Hause nochmal probieren kann. Und du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, die Senioren haben ja meist schon Smartphones und zwar ganz unterschiedliche. Also von iOS über Android ist da alles dabei und wir versuchen dann immer individuell in Gesprächen dort mit den Seniorinnen einfach ins Gespräch zu kommen und anhand ihres Handys das zu erzählen. Sie wissen oft gar nicht, dass es noch andere Apps gibt, die man sich runterladen kann und wie und welche davon nützlich sind für sie. Also Pi mal Daumen, 30% aller Smartphones in Deutschland. Ich habe den Verdacht, viele befinden sich in der Hand von Seniorinnen und Senioren,
haben keine einzige zusätzliche App installiert. Ja. Kein Navigator, kein Regenradar, kein WhatsApp, kein gar nichts. Jetzt muss man, will jetzt keine Werbung für WhatsApp machen. Es gibt auch datenschutzfreundlichere Messenger. Ja. Aber war jetzt nur als Beispiel gedacht. Aber da zum Beispiel mal zu zeigen, was davon ist praktisch, bis hin zur Insektenerkennungs-App oder Pflanzenerkennungs-App oder ein Deutsche Bahn-Navigator, dass man leichter von A nach B kommt, wäre eigentlich eine total tolle Sache. Ja. Für uns ist dabei auch immer ganz wichtig, dass es einfach ein barrierearmes Medium ist. Also die Teilhabe der Menschen wird einfach von zu Hause erhöht. Und wir wollen eben einfach, dass alle Menschen, auch die, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, mehr teilhaben können. Und wir haben zum Beispiel jemanden, der bei uns mitarbeitet, der seit kurzem Probleme mit dem Sehen hat. Ja? Mhm. Und das ist ganz toll, dass er eben die Funktion der Sprachnachrichtenübermittlung kennt, weil er so nicht also ausgeschlossen ist. Es gibt ja auch Vorlesedienste, die Webseiten vorlesen zum Beispiel. Aber das musste man ja auch mal gezeigt kriegen. Ja, genau. Aber diese Trainingsangebote von euch, die interessieren mich sehr, auch eure Merkblätter. Da werden wir nachher noch mal ins Gespräch kommen. Gerne, und ich guck mal, vielleicht können wir da für Fürstenberg was abgucken. Da haben wir das nämlich noch nicht. Sehr gerne, und können das da auch mal machen. Apropos abgucken. Eine ganz großartige Sache hat die Stadt Herrenberg mal entwickelt. Das hat die erstmal überall gesucht und nicht gefunden. Hat dann aber einen Dienst gefunden aus Finnland, den sie quasi angepasst hat auf die eigenen Bedürfnisse, aber als Open Source. Das heißt, jeder kann es klauen und nachmachen. Und das nennt sich Stadtnavi und ist ein Mobilitätsdienst auf städtischer oder kommunaler Ebene. Ich komme ja auch vom Land, ja, ein bisschen weiter aus dem Norden. Bei uns pendeln auch ganz viele nach Berlin, nach Oranienburg. Da pendeln viele mit der Bahn, aber auch viele mit dem Auto, aus unterschiedlichen Gründen. Dieses Stadtnavi, dass man kann das auch als Stadtnavi Wustermark, als Stadtnavi Fürstenberg machen, das muss ich mir da also auch nochmal für Fürstenberg näher angucken, das verbindet alle möglichen Verkehrswege miteinander. Ich kann da zum Beispiel eintragen, ich bin Pendler und fahre jeden Arbeitstag von A nach B, um die Zeit hin, um die Zeit zurück. Wer möchte mit mir vielleicht die Wege teilen? Und dann weniger CO2, bin ich allein im Auto. Jetzt bei Corona vielleicht nicht die beste Idee, aber es gibt ja nicht nur Corona-Zeiten. Ich kann auch öffentlichen Nahverkehr eintragen, ja, Bus, Bahn, verschiedene Anbieter davon und Fußwege und kann halt einerseits mit dem Vorhandensein der Mobilitätsdaten, ich brauche natürlich Open Data, das ist ein ganz wichtiges Thema für eine digitale Kommune, da muss ich also über die Verkehrsbetriebe eingefüttert haben, welche Busse gibt es, welche Bahnen gibt es, wann fahren die planmäßig, wann fahren sie tatsächlich, also in wie vielen Minuten ist der an der Stelle, wo ich gerade bin oder wie lange ist der Fußweg von hier nach da zur Haltestelle. Und dann kann mir dieses Stadtnavi nach unterschiedlichen Gesichtspunkten eine Antwort geben auf die Frage, wie komme ich von A nach B. Ja, toll, das kann ja sein, jetzt am schnellsten oder bei Regen am trockensten. Das kann auch, ich kann dort in diesem Stadtnavi auch eingeben mit dem geringsten CO2. Aber immer noch sinnvoll. Also ich will nicht von hier nach Rostock laufen. Das wäre dann vielleicht sehr CO2-freundlich, aber sehr praxisfern. Also das finde ich eine richtig großartige Sache. Da haben wir lange darüber gesprochen in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, wo ich ja einerseits die Arbeitsgruppe KI und Staat geleitet habe, aber auch Mitglied bin in der Arbeitsgruppe KI und Mobilität. Da haben wir genau über sowas, das nennt sich da intermodaler Transport, also verschiedene Transportmittel benutzen und von Fußweg bis Bahn oder auch Auto die besten Alternativen so zu mischen, dass man eben Ziele hat wie nicht nur am schnellsten, sondern auch am barrierefreisten, am umweltfreundlichsten. Und das fände ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Tolle Idee. Also wir sind ja eher ländlicher Raum. Insofern wird hier auch noch viel mit dem Fahrrad erledigt, was man sozusagen innerhalb des Ortes selber machen kann oder auch einfach zu Fuß. Aber unser Ort wächst enorm. Also wir erschließen gerade einen, oder es ziehen jetzt sogar die ersten Bewohner schon einen komplett neuen Gemeindeteil, nämlich das Olympische Dorf von 1936 ist neu, also ist modernisiert, saniert worden. Und hier werden ungefähr 2000 Menschen neu herziehen, die dann dort in der Endphase wohnen werden. Also insgesamt, wir sind jetzt so bei knapp 4000 Einwohnern, nur der Ort Elztal, also plus 2000 kann man sagen, das ist schon eine ordentliche Menge. Also da gibt es auch noch ein paar Wohngebiete drumherum, die noch mit reingezählt werden, aber es konzentriert sich sozusagen auf einen Teil unseres Ortes. Und wenn man diese ganzen
Ortsteile, die da neu entstehen oder Siedlungen. Wir sprechen in Elztal immer von Siedlungen. Elztal ist kein klassisches Dorf, ist nämlich eine Siedlung und ist quasi siedlungsweise immer neu und immer erweitert worden. Und so ist es jetzt auch. Wir haben eine Heidesiedlung, die neu entstanden ist, dann das Olympische Dorf. Und das zusammen bringt so ungefähr 2000 Einwohner mit dazu in den nächsten Jahren. Und genau dafür brauchen wir eigentlich solche Konzepte, wie du sie gerade angesprochen hast, um eben zu gucken, wie man am besten von A nach B kommt, weil natürlich die Wege auf dem Land meistens immer ein bisschen länger sind. Und dann ist natürlich für uns ganz entscheidend die Frage des Berufspendelverkehrs. Ja, ja. Das ist für uns extrem wichtig. Und jeder, der das Auto stehen lässt, entlastet auch die große Stadt. Ja. Und deswegen sollte es eigentlich Berlin-Brandenburg übergreifende Projekte geben, die genau diese Sachen fördern und auch fordern vielleicht, dass sich Leute dort, dass sich Kommunen, dass sich Landkreise Gedanken machen, wie man das am besten machen kann. Da bei uns sozusagen der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur zwar, ich sag mal, verhältnismäßig gut vorangeht, aber auch noch einiges an Aufholbedarf hat, haben wir auch als Linke versucht, dort ein bisschen etwas selber zu initiieren. Und wir wollten eigentlich, ist Corona-bedingt ausgefallen, leider eine große Mobilitätskonferenz machen, wo wir die großen Wirtschaftsunternehmen, Karls Erlebnisdorf, die Firma, die das Olympische Dorf entwickelt, zusammen mit der Verwaltung und der Politik zusammenbringen, um zu gucken, welche Bedürfnisse werden diese Einwohner, die entweder schon da wohnen oder in Zukunft haben, um eben diesen Pendelverkehr, diesen enormen individuellen Autopendelverkehr dem zu begegnen und den ein Stück weit zurückzufahren und natürlich auch den ÖPNV so auszubauen, dass es auch attraktiv ist, für Menschen in die Bahn oder in den Bus zu steigen. Einen kleinen Erfolg haben wir jetzt gerade in der vergangenen Woche errungen. Da wird man jetzt drüber lachen, wenn man in der Stadt groß wird. Aber wir haben es geschafft, an unserem Bahnhof eine Digitalanzeige zu bekommen, also eine sogenannte dynamische Fahrgastinformation. Das heißt, man sieht sozusagen auf einen Blick, welcher Bus und welcher Zug wann fährt. Und aber das, auch die tatsächliche Ankunftszeit oder nur die Fahrplan? Die tatsächliche Ankunftszeit. Ja, das ist super. Und das Besondere daran ist, sie ist barrierefrei, man kann sich es auch vorlesen lassen. Also sowohl die Uhrzeit als auch die Abfahrten kann man sich vorlesen lassen, wenn man eben auf einen gekennzeichneten Knopf drückt. Also das ist erstmal ein großer Schritt. Und wenn ich daran denke, dass wir 2016 als Linke den Antrag dafür eingebracht haben und der jetzt 2020 erst umgesetzt worden ist, freue ich mich natürlich drüber. Aber dann denke ich auch, eigentlich müssten wir in viel kürzeren Abständen solche Sachen realisieren. Ja, das stimmt. Wo wir von Verkehroptimierung im CO2-Senkungssinne sprechen, da geht es ja auch tatsächlich nicht nur darum, die Leute von allein im Auto fahren zu wenigstens mehrere im Auto fahren oder am allerbesten ÖPNV fahren, über eine ordentlich digitalisierte Kommune auch dazu zu bringen, selbst wenn sie pendeln, nicht jeden Tag zu pendeln und öfter im Homeoffice arbeiten zu können. Ja. Also da ist ja auch eine interessante Überlegung, dass man so Coworking-Spaces hat, die sich gar nicht daran richten, dass irgendwelche Berliner mal aufs Land fahren und da mal so ein bisschen Coworking auf dem Land für eine Woche machen, sondern dass man vielleicht auch Coworking, ist eine Idee, die wir gerade auch in Fürstenberg lebhaft debattieren, auf dem flachen Land schafft für die Pendler, wo die Arbeitgeber sich vielleicht sogar an der Finanzierung beteiligen, weil die dann gar nicht jeden Tag pendeln müssen. Das spart nicht nur CO2, sondern auch jede Menge Lebenszeit jeden Tag. Ja. Wenn man sagt, gut, 3 Stunden pro Tag, ne, wenn ich so 1,5 Stunden vielleicht pendel, es gibt Leute, die pendeln so viel, sind es jeden Tag 3 Stunden. Wenn ich davon sage, dann kann ich vielleicht meine Teilzeit aufstocken und 1 Stunde mehr für den Arbeitgeber arbeiten, dann hat er jeden Tag 1 Stunde mehr Arbeit von mir. Ja. Und 2 Stunden behalte ich für mich. Für Kind, für Hobby, für Ehrenamt, für politisches Engagement. Und nebenbei habe ich auch noch das Klima geschützt. Eigentlich ein Win-Win für alle. Zeigt uns nochmal, wie wichtig das ist. Aber wo wir eh schon vom Bewegen von A nach B reden. 2 Themen möchte ich noch ganz kurz ansprechen, auch wenn es jetzt, wir reden jetzt schon relativ lange, ich hoffe, da schläft keiner ein dabei. Aber ich wollte nochmal vom Thema Gesundheit reden, aber jetzt, wo wir von Bewegung reden, auch kurz auf Tourismus eingehen. Also auf Leute, die neu in eine Stadt kommen, die vielleicht schon ein bisschen kennen, vielleicht auch gar nicht kennen, ja, weil sie einfach, weil sie Fahrradtouristen sind oder durchfahren. Wie kann man denn digitale Methoden nutzen, um, auch wenn die Touri-Info vielleicht nicht existiert oder gerade geschlossen hat am Sonntagnachmittag, wie kann man die Stadt digital sprechen lassen zu Leuten, die neu sind? Also das Einfachste ist natürlich, einen digitalen Internetauftritt erstmal zu haben, dass sich Menschen, die in die Region kommen, erstmal informieren können, was gibt es überhaupt. Ne? Das ist eine Möglichkeit.
Und dann gibt es schon seit längerem eine Idee, die wir gerne als Menschen, die vor Ort wohnen, zusammen mit örtlichen Vereinen gerne umsetzen wollen, dass man über QR-Codes einen digitalen Stadtspaziergang anbieten kann. Ja. Also dass Menschen individuell mit ihrem Smartphone durch die Straßen gehen können und vor einem bestimmten Gebäude, wo eben zum Beispiel ein QR-Code oder was Vergleichbares zu sehen ist, sich mit einem Smartphone, wo man sich vorher eine App, eine kostenfreie, runterlädt, sich einloggen können und dann wird ihnen erzählt, warum ist dieses Gebäude gerade wichtig, wie ist die Geschichte um dieses Gebäude, wer hat da mal gewohnt oder was ist, warum ist es möglicherweise auch identitätsstiftend für den Ort. Also so einen digitalen Stadtspaziergang wollen wir initiieren. Wir arbeiten jetzt gerade daran und befragen die älteren Einwohnerinnen und Einwohner zur Geschichte, führen Zeitzeugeninterviews durch, um eben die, das Wissen der älteren Generation einfach erstmal zu konservieren. Ja. Und das soll dann so aufbereitet werden, dass wir möglicherweise auch einen kleinen Film dazu drehen, möglicherweise eine Ausstellung dazu gestalten. Aber ein Modul davon soll eigentlich auch so ein digitaler Stadtspaziergang sein. Aber da wir das ehrenamtlich machen, müssen wir es natürlich in unserer Freizeit machen, ist ja klar. Und dadurch dauert es natürlich alles etwas länger, aber so stellen wir uns das vor. Ein anderes Beispiel ist, wir haben ein Unternehmen hier in der Gemeinde, was sehr starken Publikumsverkehr hat. Und dieses Unternehmen hat angefangen, auf seiner Internetseite quasi eine Art Barometer zu veröffentlichen, wo Menschen, die herkommen wollen, immer sehen, wie viele Menschen sind eigentlich schon da, was ganz wichtig ist für Corona, ja, oder wie ist zum Beispiel die Parkplatzauslastung und solche Sachen. Und sowas könnte man sich vorstellen bei den größeren touristischen Attraktionen, dass man eben genau sowas einfach auch fördert als Gemeinde. Zum Beispiel, wenn man eine Führung im Olympischen Dorf macht oder zu Karls Erlebnisdorf geht oder die Siemann-Stiftung besucht. Also das wären so Varianten, wo ich glaube, da könnte die Kommune bei den Unternehmen noch ein bisschen mehr sensibilisieren und sie ein bisschen dazu hinbringen, selbst sozusagen auch aktiv zu werden. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal ein sehr interessantes Beispiel, ich glaube es war Coburg, kennengelernt. Die haben ein digitales Stadtgedächtnis gemacht. Da haben sie also auch einerseits EinwohnerInnen gefragt, andererseits haben sie aber auch war damals einfach eine Homepage im Prinzip für dieses digitale Stadtgedächtnis. Da konnte man also eine Karte sehen von der Stadt mit den Straßen, alle Gemäuerchen da eingebaut. Man konnte aber auch mit einem Zeitstrahl vor- und zurückwandern. Da hat sich natürlich auch der Stadtumriss und die Gebäude verändert. Und dann konnte man aber einerseits, hat die Stadt Dinge eingetragen, die sie selber wusste. Gründungsurkunde konnte man da aufrufen und sowas alles. Oder einen historischen Abriss, was wann im Ersten, Zweiten Weltkrieg oder im Dreißigjährigen oder wann auch immer passiert ist. Aber es konnten über quasi Crowdsourcing auch EinwohnerInnen selber ihre eigenen Geschichten eintragen. Das Foto von Opa bei der Gründung der Fleischerei 1912 mit Foto von Opa. Also das hat es sehr lebendig gemacht, war sehr partizipativ. Und ich fand es auch mal sehr schön, dann auf diesem Zeitstrahl hin und her zu wandern. Da waren Erinnerungsgeschichten aus der Kriegs- oder Nachkriegszeit, erleben ja auch noch Leute. Also das fand ich wirklich in der Tat sehr spannend. Wir haben da eine ganz tolle Idee gehabt, die Mitglieder unserer Fraktion. Wir haben einen digitalen Weihnachtskalender gemacht für unsere Einwohnerinnen und Einwohner und haben vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Foto, ein aktuelles Foto von unserem Ort fotografiert und dann als erstes Kommentar ein historisches Foto mit einer vergleichbaren Perspektive und als zweites Kommentar immer noch so eine andere Perspektive. Und haben damit quasi Geschichte digital zugänglich gemacht. Und es ist so gut eingeschlagen, sage ich mal, dass wir dann einen Kalender daraus gedruckt haben und wir jetzt überlegen, wie wir das weiter nutzbar machen können. Weil genau was du sagst, ganz viele Einwohnerinnen und Einwohner haben mitgemacht, haben selber Fotos gepostet und das war so toll. Und wenn man das irgendwie in einem Internetformat konservieren kann, wäre das super. Ja. Wäre eine tolle Idee. Ja. Kann man ja auch Schulprojekte draus machen und so weiter. Ja, allerletztes Thema. Gesundheit ist super wichtig. Gerade im ländlichen Raum habe ich aber nicht unbedingt sämtliche Gesundheitsdienste, Labore, Fachärzte und so weiter da. Aber auch hier kriegen Menschen Herzinfarkte, Schlaganfälle und es muss schnell gehen. Da wird ja sehr oft auch darüber gesprochen oder weiß man inzwischen auch, dass sogenanntes E-Health, also elektronische Dienste, Gesundheitsdienste angeboten, da vieles auf dem Land erleichtern können und ausgleichen können, dass man nicht alles hat. Also zum Beispiel, wenn die berühmte Schwester Agnes dann ihre Hausbesuche macht, dass sie vielleicht so ein kleines, im Köfferchen, ein winziges, kleines, digitales Labor hat, Tröpfchen Blut abnimmt und direkt in diesem Labor analysiert wird, ist da jetzt zu viel Zucker drin im Blut und dann vielleicht auch weiß, aha, sie kann das elektronisch weiterschicken an einen Arzt, der kann ein Rezept ausstellen
Das kann dann auf kürzestem Wege, der läuft ein Tier übers Bein, auf kürzestem Wege wieder zurück zur Schwester kommen und dann erspart man vielen Seniorinnen eine lange Fahrt zum nächsten Arzt, rumsitzen im Wartezimmer, anstecken mit Corona oder sonstigem und könnte vielleicht auch viele Leute länger zu Hause in ihrem eigenen Wohnumfeld wohnen lassen, bevor man sie in irgendwelche anderen Einrichtungen bringen muss. Ist das hier eine Diskussion? Gibt es da schon Konzepte? Also das größte Problem, was wir haben, ist, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, die fehlende Glasfaserinfrastruktur, weil bestimmte Dienste, die Ärzte anbieten, möglicherweise gar nicht angeboten werden können, weil einfach das Internet fehlt. Wir wollen jetzt hier so ein medizinisches Dienstleistungszentrum, wird in den nächsten Jahren hier in Elztal entstehen. Da ist sozusagen die Breitbandversorgung muss Voraussetzung dafür sein, um das überhaupt anbieten zu können. Aber natürlich wollen wir die dezentrale Versorgung auch in den Dörfern um Elztal herum natürlich verbessern. Und da ist Schwester Agnes ein ganz großes Konzept. Da sind auch mobile Sprechstunden, sowohl persönlich, dass eine Ärztin oder ein Arzt vor Ort beispielsweise einmal die Woche eine Sprechstunde im Dorf anbietet, sind eine Möglichkeit, die wir da diskutieren. Und eine andere ist, dass eben über möglicherweise auch über eine Videoschalte Ärzte, die vielleicht mal nicht kommen können. Auch schon. Ja, haben wir auch schon online, von gelesen. Kann man ja Online-Sprechstunden machen. Und dass man sowas als Zusatz einfach anbietet, weil nicht jeder hat gleich immer was Lebensbedrohliches, sondern hat einfach nur vielleicht einen Ausschlag möglicherweise oder Sachen, die man leicht per Video auch erklären kann. Und das sind Möglichkeiten, die wir auch ins Auge fassen. Und wir haben in unserer Gemeinde ein sehr gut ausgebautes Netz an Bürgerbegegnungsstätten. Also da könnte man, also mit Nebenräumen, und da könnte man relativ leicht sowas anbieten. Und das muss eben nicht der Arzt oder die Ärztin sein, die vor Ort dann die Sprechstunde macht, sondern da kann es eben eine Schwester Agnes sein oder ein Arzthelfer oder eine Arzthelferin, die eben solche Videosachen anbietet. Die kann ja auch dabei sein, genau. Das muss ja noch mal, nicht mal jeder auf dem eigenen Handy haben. Es reicht, wenn es einen leicht zugänglichen, barrierefreien und also auch zu bestimmten breiten Zeiten nutzbaren Ort gibt, an dem man sowas machen kann. Und bei uns, wir haben viele Bürgerbegegnungsstätten, die sind alle fußläufig zu erreichen. Nicht alle leider, aber viele davon sind auch schon barrierefrei. Insofern ist auch diese Barriere abgebaut. Und das würden wir uns wünschen, dass das hier weiter, weiter verfolgt wird, solche unkonventionellen Möglichkeiten, Menschen einfach zu versorgen. Ja. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich mal so ein sehr, sehr breites Feld der digitalen Kommunen abgesteckt, von Bildung über Infrastruktur, über Bürgerdienste, Transparenz, Online-Haushalte, Fahrradbeteiligungen bis hin zu Gesundheit, Tourismus und Mobilität. Wahrscheinlich haben wir auch noch 10 andere Themen nicht besprochen, aber an der Stelle, glaube ich, machen wir jetzt einfach mal Schluss. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen gut verstehen. Der Wind hat zwischendurch zugenommen, ist auch immer mal eine Lampe umgefallen, das habt ihr nicht gesehen, aber wir haben das gesehen. Die Bäume haben ein wenig gerauscht, aber ich hoffe, die kleinen Puschelchen haben da genug vom Nebengeräusch rausgenommen. Mir hat es Spaß gemacht, es war total interessant. Wir müssen nachher noch mal reden. Ja. Wir können uns in Fürstenberg ein paar Sachen von euch abgucken. Vielleicht konnte ich dir umgekehrt auch ein paar Anregungen auch, natürlich, mitgeben. Ja, genau so soll es sein. Vielleicht habt ihr auch was mitnehmen können für eure Kommunen vor Ort. Das wäre unser Wunsch. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs so lange Zuhören. Wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal, lasst ein kleines Like da. Und ich kündige schon mal an, denn demnächst gibt es auch noch ein ähnliches Gespräch mit meinem Bundestagskollegen Norbert Müller. Da werden wir hauptsächlich über das Thema digitale Bildung reden, denn er ist kinderpolitischer Sprecher für unsere Fraktion im Bundestag. Ich mache ja, wie gesagt, das Digitale. Beide Themen verheiratet, kommen wir auf digitale Bildung. Auch um das Thema, was heißt das in Corona-Zeiten. Kurz angeschnitten haben wir das heute schon. Da wird es das dann ausführlicher geben. Vielen Dank, sage ich aber auch an Tobias Bank. War super spannend mit dir. Wir werden uns weitersehen und treffen. Auf jeden Fall, ja. Bin froh, dass es dich hier gibt. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Bis dann. Bis dann, tschüss.